zutatenbasierte Rezeptdatenbank mit dem interaktiven Kühlschrank, das heißt, wo der Kühlschrank erfüllt die Rezeptdatenbank oder umgekehrt. Die Teilnehmer sind Sven Hecht und Moritz Kiesmann und eingesetzte Technologien waren jQuery und .NET. Genau, so sieht es natürlich aus. Also, während der Moritz hier nochmal den Laptop anschließt, stelle ich es nochmal kurz ein bisschen genauer vor. Und zwar, wer kennt es nicht, man kommt heim und der Kühlschrank ist leer. Beziehungsweise nicht ganz leer, weil ein bisschen was ist eigentlich immer drin. Entweder haben die WG-Mitbewohner einem so ein bisschen das Essen geklaut oder man hat einfach vergessen, es ist Sonntag und man hat nicht angekauft. Naja, was macht man dann? Ist man ziemlich aufgeschmissen, aber man hat ja sein Handy dabei. In dem Fall läuft es jetzt nicht auf dem Handy, aber im Browser, was prinzipiell das Gleiche ist. Und zwar habe ich jetzt schon mal abgebildet, was denn in meinem Kühlschrank so drin ist. Wie man jetzt sehen kann, ich habe 5 Handvoll Tomatensauce. Nee, die hat mir der Mitbewohner geklaut. Die schmeiße ich gleich mal hier raus. Die sind nämlich gar nicht mehr im Kühlschrank. Aber, ja, die sind jetzt einfach mal noch trotzdem da. Aber ich habe ja zum Glück noch einen Liter Hühnerbrühe, ein bisschen Butter, ein bisschen Reis. Was fange ich denn jetzt damit bloß an? Fragen wir mal fütterlich. Hey, ich kann damit Risotto machen. Wie geht denn das? Oh, cool. This is a greeny recipe for making Risotto. Sehr schön. Also, ich habe schon mal ein Risotto, aber ich habe gerade eigentlich gar keinen Bock auf Risotto. Was kann ich denn sonst noch so machen? Ich habe da noch ein Stück Brot rumliegen. Guck mal, tun wir mal noch das Stück Brot hier mit rein aufnehmen. Ein Stück Brot. Davon habe ich, genau. Das Bild ist zu klein, ein Stück, genau. Und ich habe noch eine Scheibe Wurst. Super, die klebt da irgendwo weg. Nein, die ist natürlich in der Packung drin. Genau, nicht eine Handvoll, sondern wir haben ein Stück. Das ist natürlich immer schön, wenn man auch eine Handvoll messen kann. Ich sollte eigentlich alle Einheiten umrechnen können. Was kann ich damit machen? Ein Stück Wurst. Ein Wurstbrot, sowas. Habe ich jetzt Bock, was habe ich Bock zu machen? Das habe ich gesagt, ein armer Ritter wollte ich machen. Für einen armen Ritter brauche ich Brot. Brot habe ich schon ein Stück. Ich brauche Ei und Milch. Milch habe ich schon, 200 Milliliter. Super, dann brauche ich noch ein Ei. Machen wir mal ein Ei. Ein Stück Ei hinzufügen. Genau. Und wenn wir jetzt unter Rezepte schauen, fällt uns auf, wir haben kein armer Ritter. Warum nicht? Wir haben nur ein Ei. Für einen armen Ritter brauchen wir aber 2 Eier. Das sagt uns der Chefkoch natürlich erst, wenn wir das Rezept schon dastehen haben. Aber ich möchte gerne wissen, was kann ich kochen? Nicht nur, was könnte ich kochen, wenn ich jetzt 2 Eier hätte. Fügen wir mal noch ein Ei hinzu und schauen, was ich jetzt kochen kann. Hey, ein armer Ritter, sehr gut. Wie funktioniert der? Mirch. Wie man sieht, das Ganze ist relativ schlicht gehalten. Wir haben den Kühlschrank, wir haben die Rezepte und wir haben noch einen kurzen Feedbackbogen. In dem Feedbackbogen kann man quasi noch Wünsche oder Änderungswünsche quasi anbringen oder hey, das Ding geht nicht, ich kann Sachen nicht löschen hinzufügen. Prinzipiell wollen wir später das Ganze noch erweitern, wir wollen da auch noch dran weiterbasteln. Man möchte neue Rezepte hinzufügen können, zum Beispiel in der Rezeptübersicht, ganz unten kommt noch ein Button, Rezepte hinzufügen. Oder was wir schon haben, was wir allerdings noch nicht visualisiert haben und was man auch schlecht vorführen kann, ist die Haltbarkeit. Also man fügt jetzt seinen Käse hinzu und hatte nach 2 Wochen immer noch nicht verbraucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass er jetzt vielleicht nicht mehr gegessen werden möchte. Dementsprechend würden wir den ganz nach oben und rot hervorheben. Das System tut es schon verfolgen, wird bloß noch nicht angezeigt. Was er jetzt natürlich noch machen kann, ist eine Anbindung an Facebook, Twitter und sonstige Sachen. Und dann bekommt eine Push-Modifikation, oh, mein Käse ist schlecht. Genauso natürlich kann man es den Freunden weiterleiten, oh, Sven, sein Käse ist schlecht geworden. Sehr schön, wer ist interessiert? Ah ja, genau. Und falls das System mal nett in der Lage ist, einem zu sagen, was man kochen kann, gibt es später mal noch eine Funktion,
Sven ist ratlos, aber hat Hunger. Was kann ich denn kochen? Und wir drücken drauf und es wird auf Facebook gepostet. Diese Zutaten sind vorhanden. Habt ihr eine Idee? Ich denke, damit können wir was anfangen und jeder hat die Situation schon gesehen. Vielen Dank.